Da nimm, es ist der letzte Schluck. Lieber hinten drauf, aber vorsichtig. Ich muss schon sagen, die Yankees haben sich eine delikate Stelle ausgesucht. Aber so schlimm wie du tust, wird's schon nicht sein. So meinst du, wer hat den Hintern voll Blei, du oder ich? Los! Sihuatanecho, hast du zufällig mal lesen gelernt? Ach, sehr witzig. Was ist? Tut mir leid, Senior. Da gibt es keine Fahrkarten mehr. Und wer verkauft Fahrkarten? Die Aufkäufer. Wir haben Revolution. Da blüht der Schwarzmarkt. Und wo findet man die Aufkäufer? Wo will der hin mit uns? Wer viel fragt, der fährt viel. Komm mit. Hier bitte. So, Don Pedro zu Ihren Diensten. Dreckskerl. Du hast gehört, es ist Revolution. Früher war es übrigens noch viel schlimmer. Also zweimal nach Durango, bitte, dritter Klasse. Sehr gern.
Durango, Durango, dritter Klasse. Ja. So, bitte, 20 Pesos. 20 Pesos? Wo sollen wir 20 Pesos auftreiben? Tja. Ihr habt doch die Pferde. Reif für den Abdecker, aber vielleicht kauft der sie. Eine einmalige Gelegenheit, Umstände halber abzugeben. Ja, ja. Da, sehen Sie sich die Prachttiere mal an. Ja, wollen wir doch mal sehen. Das sind blutjunge Tiere. Sie haben noch die Milchzähne, wie Sie ja, sehen. Ja, ja, mindestens 15 Jahre. Aber noch prima in Schuss. Sehen Sie sich nur diese Fesseln an. Ja. Ach, eine Handvoll Hafer und die springen wie die Gazellen. Ja, ja. Ja, und die feuersprühenden Augen. Pferde wie geschaffen für einen königlichen Marschstall. Ja, ja. Hab ich nicht recht? Ja, ja. Ja, nimm und hau ab. Was, 20 Pesos für die edlen Traber? Zwei erbärmliche Klepper, meinen Sie? Lass den Halsabschneider, mehr brauchen wir nicht. Halt, hier geblieben. Hier haben Sie die 20 Pesos, Meister. Geben Sie uns die Fahrkarten. Nein, nein. Leider unmöglich, Senor. Ich musste inzwischen leider den Preis erhöhen. Es ist große Nachfrage. Die wollen alle mit nach Durango. Mieser Verhandlung! Oh. Was wollen Sie? Die Zeit vergeht, die Preise steigen. Das ist die Revolution. Also, wie viel? 20 Pesos. Schön, 20 Pesos. Dafür bekomme ich aber noch die Leitbinden. Ehrensache. Hm? Ach so. Das wird ja heiter. Da. Hey, das fehlt noch, Gringo. Das Geld ist für die Fahrkarten, das wird nicht verpulvert. Hier sind noch mal 20. Was denn, reicht's noch nicht? Was für ein hübsches Kettchen. Oh. Hm. Wünsche gute Fahrt. Elender Blutsauger. Wen starrst du denn da an zum Teufel? Ja, die ist Zucker, was? Ach was. Ich habe nur die Burschen da angesehen. Die müssen auch Amerikaner sein. Du bist kein Amerikaner, Gringo. Du bist ein Landstreicher. Was soll denn das? Dritte Klasse ist da hinten. Da hinten, so. Sonst war sie immer vorn. Alles fertig. Abfahren. Abfahren. Gringo, wach auf! Was ist los? Na, schon gut. Sieh dir mal die da an. Na und? Strompete nicht so los. Ich glaube, ich weiß, was das für Figuren sind. Ja. Meinst du? Ja. Du hast schon mal geglaubt, was zu wissen, und da sind wir in Guatemala gelandet. Moment, die Idee mit Guatemala stammte von dir. Ich bin bloß hinter dir hergelaufen. Ach, was sieh mal an. Du meinst, die Idee stammte von mir? Ja. Du hast gesagt, in Guatemala gibt's Platin. Mach's ich? Nur gehen wir hin und holen's. War's nicht so. Jeder kann sich doch mal irren, oder nicht? Ach, aber diesmal wartet Erdöl auf uns im schönen Texas. Für mich nicht, ich gehe nach Hause. Weißt du, willst du unsere Firma auflösen? Wie viel ist zweimal nichts, hä? Immer noch nichts. Mich schleifst du kein zweites Mal ein, kapiert? Das Erdöl okay. Und das Platin ist eine Erfindung von dir, weiter nichts. Gut, dann lass es bleiben. Ich werde jedenfalls ein reicher Mann in Texas. Mach du, was du willst. Vielleicht bohre ich auch nach Erdöl, aber nicht mit dir, Luca. Ich fange ganz von vorne an, aber rein wie eine Taube, verstanden? Hast du noch ein Stückchen Zigarre? Ein Stückchen Zigarre. Ich habe schon aus Verzweiflung meine Socken geraucht. Thank you.
ich dir ein bisschen die Gegend an. Ja, wunderschön die Berge, was? Ja, da gibt's überall Gold. Es wimmelt aber auch von Banditen. Da muss man sehr aufpassen. Ah, sieh dich nur richtig satt. Texas? Louisiana? Colorado? Verdammt. Oh, mir fällt das Sitzen ein bisschen schwer. Eine Verwundung an der peinlichen Stelle. Darf ich mich vorstellen, ich... Was für dreckige Nebel. In der Fremde freut man sich, wenn man Leute aus der Heimat trifft. Nein, nein! Ich reise nach Hause. Ich war in Guatemala. Es hieß, man würde dort Platin finden. Aber es gab nur den Hintern voll Blei. Eine Zigarre? Oh. Nehmen Sie doch Platz. Wunderbare Zigarre, Gnädigste. In Guatemala findet man solche nicht. Überhaupt nichts findet man doch. Es kommt immer darauf an, was man sucht. Außerdem habe ich, was ich brauche, immer in Reichweite. Auf die zwei haben Sie keinen großen Eindruck gemacht. Es schien so. Aber vielleicht gelingt es mir bei Ihnen besser. Amerikanerin. Wollen Sie mich beleidigen, mein Freund? Ich bin Französin reinsten Wassers. Pardon. Sie sind ja zum Erbarmen heruntergekommen. Sieht man es sehr? Man sieht es und riecht es. Seien Sie nicht albern, Sie können ruhig sitzen bleiben. Ich bin ein Schlimmeres gewöhnt in diesem verdammten Land. Bald haben Sie es ja hinter sich. Ich will Ihnen was sagen. Eine Frau muss ja umkommen in dieser Hölle. Oh, ich will gar nicht weg. In Mexiko gibt's eine Menge Dinge, die mich brennend interessieren. Ja, ja, die berühmte Neugier der Frauen. Das bin ich von Berufs wegen. Was auch passiert, ich muss mich dafür interessieren. Und in Mexiko, was interessiert Sie da? Oh, Pancho Villa zum Beispiel. Ach, Sie spielen mit unserem Leben. Wollen Sie, dass man uns füsiliert? Pancho Villa ist der Führer der Revolutionäre, meine Dame. Und hier im Zug wimmelt's von Soldaten. Ich bin Journalistin und weiß vermutlich über diesen Zug ein bisschen mehr als Sie, mein lieber Freund. Zum Beispiel sind diese beiden Amerikaner da Kommissäre einer Waffenfabrik, die bis jetzt das Heer von Porfirio Diaz mit Munition beliefert hat. Ah. Die Lieferanten wollten Gold. Und so reist jetzt ein Monstrum von Geldschrank, gefüllt mit Gold, mit uns. Wie geht's, amigo? Bring mal ein Stück. Hola, José. Wohin, amigo? Auf ein gewisses Örtchen. Ich vertrag das Eisenbahnfahren nicht. Es will niemand zusteigen. Wir können weiterfahren. Wie kannst du bloß sowas sagen, amigo? Jetzt wollen eine Menge Leute zusteigen. Über ans andere Fenster, schnell! Hey, Finger!
Finger weg. Waren Sie im Begriff, mir zu nahe zu treten, oder kam mir das bloß so vor? Ich muss Sie enttäuschen, das wäre kaum der Moment, um an sowas zu denken. Aber aus dem Fenster zu sehen, ist Selbstmord. Warum sind Sie denn so furchtbar besorgt um mich? Hm? Weil ich... Besetzt, habe ich gesagt. Andere müssen auch mal beeilen. Es lebe die Revolution. Er hat doch gesagt, es lebe die Revolution. Soll man bei dem Spektakel was verstehen? Aber... Was hat er bloß gegessen? Ja, was haben wir denn da? Nicht aufregen, Kleiner. Nein, lass mich los! Yeah! Ah, da bist du ja, Chef. Das Schmuckkästchen auf dem Wagen und dann los. Wir wollen doch nicht stundenlang warten, bis Verstärkung eintrudelt. Lass mich runter. Nein, das fällt dir ein. Lass mich runter. Nein. Hier, nimm sie in Verwahrung. Gut gemacht. Bravo, Muchachos. Der General wird sehr stolz auf euch sein. Über alles andere sprechen wir doch. Welcher General denn? Keine Ahnung, in Mexiko wimmelt's von Generalen. Auf die Pferde! Yeah! Gringer? Hm? Hätte mich gewundert, wenn du nicht heil davon gekommen wärst. Ja. Haben sie dir was übrig gelassen? Hm? Weißt du, was das ist? Hm? Ich weiß es, und du? Ja. Wir sind wieder Partner, ob es dir passt oder nicht, Gringo. Mit gleicher Beteiligung. Ich brauche Wasser. Da rein. Wie Sie wünschen. Ich kann auch nach Mexico City zurückfahren, mit einer Begleitmannschaft, versteht sich.
Dort werde ich mich bei meinem persönlichen Freund beschweren, dem General Porfirio Diaz. Glauben Sie mir doch bitte, hier gibt's keine Revolutionäre. Der Überfall auf den Zug war das Werk von Banditen, von gewöhnlichen Dieben. Mein Herr, wollen Sie, dass ich meinen Posten verliere? Was glauben Sie, wie egal mir das ist? Ich will, dass man einen amerikanischen Bürger respektiert, wenn man ihn schon ausplündert. Ich bin bei diesem Überfall meiner gesamten Habe beraubt worden. Ich will auf anständige Weise in die Staaten zurückkehren. Haben wir uns verstanden, mein Herr? Selbstverständlich. Beruhigen Sie sich. Wir finden bestimmt Mittel und Wege, Sie... Aber wann? Auf der Stelle. Soll ich Ihnen eine Quittung unterschreiben? Nein, nein, wozu so viele Umstände? Nehmen Sie es als persönlichen Beitrag zur Sache unseres verehrten Generals Porfirio Diaz. Er wird davon hören. Wie viel hat der Bursche ausgerückt? 50 Pesos. Großartig. Damit hätten wir für eine Weile ausgesorgt. Das wollen wir feiern, mein Freund. Von wegen feiern. Das Geld ist für Wichtigeres bestimmt. Zum Bestechen reicht's immer noch. Für einen halben Peso verkauft hier jeder seine Frau. Und die Großmutter wird als Zugabe noch draufgelegt. Ich nehme lieber die Tochter. Hier geblieben, Amigo. Gib dich mit der Großmutter zufrieden. Komm, gehen wir. Von jetzt ab überlässt du am besten alles mir. Ich kenne meine Landsleute, Gringo. Guten Tag, was soll's sein? Zwei große, ja? Gern. Überlass die scharfen Sachen lieber anderen. Grüß dich, Alter. Da, trink. Beim Umherstreifen in den Bergen erfahrt ihr manches, was andere nicht wissen. Oh, ich weiß, wer lange leben will, hält darüber lieber den Mund. Ja. Aber manchmal kann man mit Reden jemandem einen Gefallen tun, der dann dafür was springen lässt, verstehst du? Zum Beispiel könntest du dich jetzt beim Chef lieb, Kind machen. Ja, du musst nur diesen Mann da drüben zu ihm bringen. Er würde eine Menge dafür ausspucken, wenn er seine Verlobte wieder fände. Sie war im Zug. Die Banditen, die Patrioten haben sie versehentlich kassiert. Vielleicht bekommst du 50 Pesos, vielleicht 200. Wer weiß. Und für seine Braut würde er 2000 bezahlen. Du weißt doch, wo das Versteck vom Chef ist, aber sicher. Du hast es vergessen? Na, jetzt weißt du es sicher wieder. Also wollen wir den Chef die 2000 verdienen lassen? Na also. Na siehst du, ja, der war genau der Richtige. Was hat er denn? Was er hat? Du hast ihn total besoffen gemacht, du Idiot. Was kann ich dafür, wenn der nicht mal eine Flasche verträgt? Die 10 Pesos hast du noch gesehen. So besoffen bist du nicht. Ich weiß, du scherzt nur. So siehst du nur Mut. Du bist ein Teufelskerl. Der Chef wird stolz auf dich sein. Komm schnell. Ich kenne jemanden, der weiß, wo der Chef ist. Und wo ist dieser jemand? Ach so. Da. Kommt mit. Hey.
Himmelsgeschenk. Der oben am Kopfende, der weiß alles. Behauptet, er wird das Volk hier kennen und ich soll's ihm überlassen? Warum bist du auf mich böse? Du warst doch auch dabei. Wir haben ihn zusammen ausgesucht. Oder nicht? Ja, es sind eben arme Teufel und wie versessen auf jeden Peso. Komm rein, Amigo. Wir warten schon auf dich. Setz dich. Du wolltest mit dem Chef sprechen? Mit Ihrer freundlichen Erlaubnis, ja. Darf man? Nein. Gut, du möchtest ihn sprechen, aber wer sagt dir, dass er dich sprechen will? Ach, wir haben was für ihn. Du sei still, stopf ihm einfach den Mund. Oh! Wir haben ihm etwas sehr Wichtiges zu sagen. Darf man fragen, was? Es geht um den Geldschrank. Was weißt du, Halunke, von dem Geldschrank? Gar nichts weiß ich. Nur, dass er ihn nicht aufmachen kann, weil er den Schlüssel nicht hat. Hast du vielleicht den Schlüssel? Nein! Halt's Maul zum Teufel! Oh. Aber wir beide wissen, wie man ihn aufmachen muss. Ja, ja. Die bösen Pfeile des Missgeschicks. Schluck ihn, Gringo. Wen denn? Den Schlüssel. Chef. Aufwachen. Hey, Chef. Wie kriege ich denn jetzt wach? Ja. Er hat einen gesunden Schlaf, was? Glaubst du, dass er mich hört? Legt euch auf die Erde. Du wirst gleich sehen, warum. Und bleib liegen. Wo bleibt ihr? Ach, du bist. Da sind Sie, Chef. Ja, ich sehe Sie. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hm? Entschuldigung. Hm. Setzt euch hin. Ich mag solche langen Latten nicht. Massage. Warum seid ihr hergekommen? Genau genommen hat man uns hergebracht. Man hat dich hergebracht, weil du mit mir sprechen wolltest. Und du? Oh, ich habe ihn nur begleitet, weiter nichts. Es geht um seine Braut. Welche Braut? Die Dame, die im Zug war. Ihr habt sie mitgenommen, ich weiß es genau. Der Chef rührt keine Frauen an. Wer hat sie dann mitgenommen? Dieser Schweinehund Heraklio. Der denkt von früh bis spät an die Weiber. Widerlich sowas. Tja. Wie schade, wir hatten uns schon damit abgefunden, für meine Verlobte zu bezahlen. Ja. Stimmt's, Freund? Eine ganze Menge. Ja. Wie viel? Die Hälfte von dem Gold im Geldschrank. Ja. Was für ein Geldschrank? Sie haben das Schmuckkästchen aus dem Zug geholt? Wir haben die Schlüssel, um es aufzuschließen. Ja, und ohne Schlüssel? Kann man es nicht aufschließen. Den verdammten Geldschrank hat Lobo mitgenommen. Und das Mädchen, der Schweinekerl Heraklio. Aber ich habe jetzt was viel Besseres. Halt, halt! Aufhören! Glaub mir doch endlich, Chef!
auch wenn wir wollten, wir könnten dir die Schlüssel jetzt nicht geben. Und warum nicht? Weil sie noch immer unterwegs sind. Sei still, Lukas, sprich nicht weiter. Ihr wollt nicht verraten, wo sie sind? Das werdet ihr bereuen. Was wird, wenn sie nie mehr zum Vorschein kommen? Unsinn. Ich spüre schon was. Lange kann es bei mir nicht mehr dauern. Inzwischen angekommen, ihr Bastarde. Wenn ihr uns umbringt, bekommt ihr sie nie, ihr Dummköpfe. So gewollt. Kommt, wir haben genug gespielt. Werft die Waffen weg. Jetzt buddelt sofort die zwei armen Teufel aus. Sie müssen ja langsam in Schweiß geraten. Wie schrecklich. Obwohl ja mal richtig Schwitzen im Körper sehr gut tut. Ich persönlich ziehe allerdings ein türkisches einem Staubwagen vor. Ich fühle mich danach stets wie neu geboren. Mistkerl, Scheusal, Schurke! Aber ich bitte Sie, mein Herr, mit Gewalt kann man doch sowas nicht regeln. Auch wenn es zwischen Ihnen ein kleines Missverständnis gegeben hat, wird die Vernunft siegen, wenn Sie sich wie Gentlemen benehmen. Wer sind Sie überhaupt? Und was zum Teufel müssen Sie sich einmischen? Derart vulgäre Ausdrücke verabscheue ich. Was Ihre Frage betrifft, mein Name ist Braun. Ich bin Vegetarier aus Überzeugung und ich habe eine Schwäche. Ich muss immer Frieden stiften. Also, mein Herr, was gibt es für ein Problem? Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Und du wirst mir jetzt sagen, wo dieser verdammte Lobo ist. Wir haben doch keinen Streit. Ich weiß es wirklich nicht. Würden Sie bitte Ihr Temperament zügeln? Bieten Sie ihm doch an, sich an dem Geschäft zu beteiligen. Meinetwegen. 50% wolltest du nicht. Jetzt bieten wir dir 10 an, wenn du den Schnabel aufmachst und uns sagst, wo wir ihn finden. Abgemacht. Gib mir 20 und wir überfallen zusammen Lobo in seiner Höhle. Ha? Großartig. Sehen Sie, kaum spricht man menschlich miteinander, schon mag man sich. Auch Geschäfte wickeln sich so viel leichter ab. Ich gratuliere, mein Herr. Meinen herzlichen Glückwunsch. Auch Ihnen darf ich herzlichst gratulieren. Ach, vielen Dank. Ihre Pistole, bitte. Und jetzt entschuldigen Sie mich, bitte. Ich muss weiter. Okay, nochmals vielen Dank. Wie war's? Ich bin zufrieden, aber der Schlüssel ist noch nicht da. Mhm. Mach dich fertig, wir reiten zu Lobo. Habt ihr's gehört, Männer? Es geht los aufs Pferd. Wir suchen Lobo. Nein, nein, du hast falsch verstanden. Wir reiten allein zu Lobo. Deine Männer lässt du hier. Also so, weiß ich. Ja.
Ihr habt mich falsch verstanden, Männer. Nur wir drei werden Lobo besuchen. Ihr bleibt schön zu Hause. Verstanden, ja? Hey, Chef. Hä? Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Und ob ich das bin? Wie willst du das wissen, wo hier alles gleich aussieht? Für dich ja, aber ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Seht mal, da hinten die Staubwolke. Sie verfolgen uns. Ich wette, das sind mindestens 20 Pferde. Weniger. Höchstens 10. Warten, bis es Nacht ist, um uns anzugreifen. Warum sollten sie das tun? Das sind bestimmt seine Männer, die wollen uns die Schlüssel abjagen. Nein, die wollen ganz was anderes. Ich habe sie schon 3 Monate nicht bezahlt. Ich übernehme die Wache, schlaf dich aus. Das ist mir zu gefährlich. Bei der letzten Wache haben sie dir die Hosen vom Hintern gezogen. Und die Nacht davor? Wieso? Da haben sie dir die Goldblomben rausgenommen und du bist nicht mal aufgewacht. Ich habe nur getan, als würde ich schlafen, damit sie mich nicht umbringen. Ach so. Dann hätte ich wenigstens Ruhe vor dir. Von wegen, du würdest verkommen. Schön, du hattest recht, aber was nützt uns das jetzt? Gib her. Was machen wir? Das sieht schlimm aus. Das sagst du zwar immer, aber diesmal triffst du damit ins Schwarze. Ich treffe immer, wie du siehst. Meine Herren, die Gefahr ist vorbei. Ja, na mach, geh schon. Eine wunderschöne Nacht, nicht wahr? Können Sie sich denn nie um Ihre eigenen Angelegenheiten kümmern? Müssen Sie immer und überall dazwischen funken? Ich würde sagen, es ist Ihr Glück, dass ich mich in meinem Eifer nie bremsen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Im Grunde verabscheue ich Menschen mit ungezügeltem Temperament. Im Moment wäre mir wichtiger, wenn Sie uns verraten könnten, wie wir Lobo finden. Genau. Ach ja, richtig. Ich habe da zufällig etwas dabei, was uns von Nutzen sein könnte. Hübscher Wagen. Wie viele Pferdestärken? 12. Das war nämlich die Staubwolke. 12 und nicht 20. Ah, da ist es. Die offizielle Karte des Automobilclubs. Die ist selbstverständlich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ich fahre nie ohne sie. Also wollen wir mal sehen. Der Chef verfolgte diese Richtung, wahrscheinlich um die Bergkette im Nordwesten zu erreichen.
Dort gibt es überhaupt nur einen Ort, wo man leben kann. Er heißt im Spanischen Cien Pozuelos, was so viel heißt wie 100 kleine Brunnen oder so. Ich glaube, dass Loro sich dort versteckt. Die Bewohner haben das Dorf schon vor Jahren verlassen. Es wäre gut für Sie, gleich hinzureiten. Sie glauben, Sie müssten uns verraten, was wir machen sollen. Ja. Aber ich tue es gern. Ich bin ein hilfreicher Mensch. Und wir tun das, was uns passt. Einen Moment noch. Nordwest, haben Sie gesagt. Das müsste in dieser Richtung sein. Dort ist Nordwesten, nicht wahr? Nein, ich muss Sie berichtigen. Das wäre dort. Natürlich dort, ja. Schmeiß den runter! Drecksding, blöde Erfindung. Die Sätze. Ja, damit. Ich habe es satt, Lobo. Teilen wir uns die Beute und dann macht jeder, was er will. Was willst du teilen, du Dummkopf? Erst müssten wir mal das verdammte Ding aufkriegen. Dann machen wir es eben anders. Du bekommst den Geldschrank, ich nehme mir die Frau. Einverstanden? Nein. Es bleibt dabei. Der Chef bekommt nichts von der Beute. Und von allem anderen, was wir erbeutet haben, bekommt jeder von uns die Hälfte. So was zwischen uns besprochen. Was willst du dann machen, ne? Weiter in diesem Mauseloch verfaulen? Bring mich nicht auf die Palme. Die Hälfte vom Gold und die Hälfte von dem Mädchen. Wenn du die Hälfte von dem Gold hast, kannst du mir meinetwegen meine Hälfte von der Kleinen abkaufen und sie behalten. Ist das klar? Ich hab's, meine Herren. Hey, was ist los? Wer ist da? Die Kanone hier. Was ist mit der Kanone? Was meinst du? Wir schießen den blöden Schrank mit der Kanone auf. Ja, warum nicht? Eine prima Idee. Sie bekommen ihn auf. Und ich sage, Sie schaffen's nicht. Bastard hat ihn restlos zertrümmert! Ich habe ihn getroffen! Ich weiß genau, dass ich ihn getroffen habe! Er muss doch irgendwo sein! Nicht es gibt hier gar nichts! Jetzt platzt mir aber der Kragen! Da ist er! Zum Teufel mit dir, du! Der Dicke? Mhm. Meine Verehrung, die beiden haben wir vor dem Dorf erwischt. Sie haben erklärt, dass Sie bei uns mitmachen wollen. Sie haben niemand erwischt. Wir wollten zu euch und haben euch gefunden. So war's. Ja. Niemand mit Ihnen. Gehen wir. Was? Wieso? Einen Moment noch. Sie haben uns nicht richtig angesehen. Sehen wir aus wie Männer, die man einfach erschießt? Wie wollt ihr denn erschossen werden? Du müsstest dich für die Ehre unseres Besuchs bedanken. Vermutlich weißt du nicht, wer wir sind. Ja, du weißt nicht, was der Bursche auf dem Kerbholz hat. Er ist ein Busenfreund von Pancho Villa. Er hat mit ihm Vieh geraubt im schönen Texas. Ja. Und er hat 14 Züge geplündert in den letzten Monaten. Er ist der beste Freund von Zapata. Ja. Schon von klein an, ja. Wie habt ihr wissen können, wo ich zu finden bin? Hm? Aber sowas weiß man eben in gewissen Kreisen. Du weißt gar nicht, was für ein berühmter Mann du bist. Oh, man gibt sich Mühe. Dein Überfall auf den Zug war ein Meisterstück an Strategie. Ja. Ja, ja.
Und warum wollt ihr Helden euch in meine Bande aufnehmen lassen? Nun, wir wollen dir reinen Wein einschenken. Die Revolution ist lobenswert, aber sie bringt nichts ein. Ja, und so wollen wir vorsorgen für unsere alten Tage. Schluss jetzt! Ihr beiden quatscht mir zu viel. Ich brauche schweigsame Männer in meiner Bande. Hey, gar nicht übel. Wie wär's, wenn wir unseren alten Brauch wieder aufleben lassen und die beiden auf die Probe stellen? Ja, warum nicht? Ja, dann wissen wir, was an ihnen dran ist. So wird das nichts. Los, schmeiß ihn mir über die Schulter. Ja. Schmeiß ihn irgendwo hin. Wir suchen erstmal den Geldschrank. Ja. Hier ein. Los, helf mir. So bleibt jetzt nichts wie weg. Dort müsste er sein. Schnell. Sag mal, hast du deinen Schlüssel wieder? Schon lange. Und du, Gregor? Selbstverständlich. Du könntest mir doch deinen geben. Dann nehme ich mir das Gold und du bekommst das Mädchen. Okay, okay. Na, sehen wir erst mal, wie viel Gold es überhaupt ist. Meinetwegen. Da steht er. Und alles, was drin ist, gehört uns. Im Zug war's. Ich hab gewusst, dass ich auf ihn geschossen habe. Manuel, ganz hier. Hinterher. Wir können noch nicht weit sein. Schnell zu den Pferden. Ich finde, es war falsch, Lobo, das ganze Gold zu überlassen, mein Lieber. Wozu brauche ich so viel Gold? Ich habe dich und die Revolution. Für mich gibt es nichts auf der Welt als diese zwei Dinge. Danke, lieb von dir, aber es war eine ganze Menge Gold. Dieses Zigarrenetui hat seinem früheren Besitzer vermutlich mal das Leben gerettet. Ich hätte es nicht weggeworfen. Hier, nimm. Vielleicht wird es dir Glück bringen. Da bin ich ziemlich sicher. Was für eine Frau. Fabelhaft. Sie hat sofort verstanden. Na, wenn schon. Und wie soll es denn weiterlaufen? Sie weiß jetzt, dass wir in ihrer Nähe sind. Dasselbe wissen wir von ihr. Das macht doch alles viel einfacher, oder nicht? So denn, was hilft es uns, ob sie da ist oder nicht? Die vornehme Dame hat sich den Banditen an den Hals geschmissen. Luca, sag sowas nicht nochmal. Sieh doch hin. Da. Du wirst sie mir nicht mit Dreck bewerfen. Na los, ich mach mit, wenn du willst. Bei der Hitze bist du verrückt. Es spricht für ihre Klugheit, wenn sie sich mit dem Burschen gut stellt. Gib's zu, sie hat dir ein bisschen den Kopf verdreht. Stimmt doch, hä? Macht ja nichts, das gibt sich wieder. Ist halb so schlimm. Reiß dich los, Gringo. Bring dir was wieder, was du verloren hast. Ursprünglich war es ja mal meins, aber das macht nichts. Ich, nur zur Erinnerung habe ich es gestohlen. Das schwöre ich dir bei dem, was mir das Liebste auf der Welt ist. Bei meinem Freund Luca. Lass gut sein. Auf jeden Fall freue ich mich, dich wiederzusehen. Oh, ich auch, Geliebte.
Nur langsam, Gringo. Sag nur nicht, dass du meinetwegen hierher gekommen bist. Doch, doch. Ich liebe dich. Von dem Moment an, als du mir die Zigarre angeboten hast. Und dein Freund kommt wohl auch meinetwegen. Oh nein, es geht euch gar nicht um mich. Es geht um den Geldschrank. Wie? Von welchem Geldschrank sprichst du? Es gibt nur einen, der in unserem Zug war. Gib's zu, mir kannst du nichts vormachen. Glaub mir, mir ist das Gold egal. Mir schwebt was anderes vor. Eine Farm irgendwo in Montana. Möglichst 12 Kinder, 27 Milchkühe und 3 Stiere. Ja, denen man keine Hörner aufsetzen muss, weil sie schon welche haben. Du wirst doch niemals gescheit. Schau an, er will kein Gold. Ja, anekeln wird's mich nicht. Das gebe ich schon zu. Ja. Sicher ist es eine ganz hübsche Summe. Man könnte einiges damit anfangen. Was willst du nun, das Gold oder mich? Och, er möchte beides. Ich bin mit dem Gold zufrieden. Wie wollt ihr das anstellen? Der Schrank wird von Lobos Männern bewacht und ist nicht aufzubekommen. Oh, wir haben die Schlüssel. Wir haben sie im Zug gefunden. Mhm. Wirklich. Du weißt, da waren doch die beiden steifen Amerikaner. Den beiden haben wir die Schlüssel aus der Westentasche geholt. Nachdem die Banditen weg waren, ja? Jetzt brauchen wir beide nur an das Ding. Nein, das schafft ihr nur, wenn euch jemand hilft. Mal sehen, vielleicht bin ich dieser jemand. Ach, und was wollen Sie tun? Erstmal hetze ich Heraclio gegen Lobo auf. Dafür verlange ich aber einen Teil von der Beute. Sicher. Moment, wenn wir Ihnen etwas abgeben sollen und vielleicht noch Heraclio und seinen Leuten, was bleibt dann noch für uns übrig? Selbstverständlich bekommst du was. Ich werde dafür sorgen, dass wir brüderlich teilen. Mach du mit deinem Anteil, was du willst. Ich behalte meinen für mich. Ich muss leider so denken, es gibt da einen Menschen, der außer mir niemanden auf der Welt hat. Sie verstehen? Wen denn? Idiot, mich natürlich. Ich frage mich, warum darüber ich mit können dir wir immer noch reden. Erst müssen wir mal was haben zum Teilen. Heraclio wird Lobo überfallen und wir machen uns mit dem Gold davon. Okay, okay, sehr ich gut, bin einverstanden. Ja. Ich mache mit. Ich auch. Ich stehe hier. So ein Drecksmensch. Da wird sich Heraclio sicher freuen, wenn wir ihm das erzählen. Eine Schlange hat an seinem Busen genährt. Die habe ich von Anfang an nicht getraut. Halunke. Am Anfang werden wir eine dicke Belohnung kassieren, Kossi. Heraclio werden die Augen aufgehen. Guten Abend. Wie mir scheint, bin ich mal wieder im richtigen Moment gekommen. Mademoiselle? Meine Herren? Vielen Dank. Es ging um Kopf und Kragen. Sagen Sie, was wollen Sie schon wieder hier? Ja eben, Sie laufen uns ständig vor die Füße. Wieso? Genau das hatten Sie mich schon mal gefragt, meine Herren. Ah ja. Die 2 Schüsse, die ich abgeben musste, ziehen zweifellos die Banditen an. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Es wäre besser, Sie würden weder Sie, noch ihn, noch mich hier treffen. Auch Sie nicht. Mademoiselle, die beiden hier haben Sie überfallen mit der Absicht, Sie zu vergewaltigen. Ich weiß, das ist ein schlimmes Wort. Bitte verzeihen Sie. Ob man mir glauben wird? Das kommt darauf an, wie Sie es sagen. Behaupten Sie, dass es Ihnen bei dem Handgemenge gelang, einen Revolver an sich zu bringen, als einer der Banditen sich seiner Beinkleider entledigt. Wie kann man sich nur so vulgär ausdrücken? Sie sprechen mit einer Dame, mein Herr. Elen! Sie kommen, verschwinden Sie. Mit dem größten Vergnügen. Er wird Ihnen glauben, ich bin ganz sicher. Elen! 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 Sie wollten mich vergewaltigen. Um meine Ehre zu retten, musste ich Sie erschießen. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich noch mit einem Fußtritt davon gekommen bin. Komm, wir gehen. Ich warte hier. Adios. Weiter.
Da zirpt irgendwo eine Grille. Nein, ich glaube, das ist keine Grille. Hört sich wie eine Zikade an. Meist schlafen die bei Tage. Aber vielleicht leidet sie unter Schlaflosigkeit. Es könnte aber auch eine Schlange sein. Was meinst du? Ja, es ist eine Schlange, die zischt. Nein, ich will dir was sagen. Jetzt weiß ich, das muss eine Zündschnur sein. Mensch, bravo, eine Zündschnur bestimmt. Oh, die verdammten Kerle greifen uns an. Erwidert das Feuer. Von hinten an. Schnell gehen wir. Ja, ja, mach nur. Und du? Hä? Ich natürlich auch. Los, komm. Wer? Fremde. Nein. Guten Tag, was für eine Überraschung. Macht keine Witze, ihr wisst Bescheid. Ich warte hinter der Kirche mit den Pferden. Ist gut. Komm mit, wir gehen. Was soll das rumkommandieren? Will sich mal ein bisschen vor ihr aufspielen, was? Einer muss doch kommandieren. Nicht nötig, jeder kommandiert für sich. Meinetwegen, ich kommandiere für mich. Und ich für mich. Sieht sie aus! Wen sollen wir ausziehen? Keine Ahnung. Sieht euch ihre Sachen an! Wir sollen uns verkleiden. Wir ziehen ins Haus. Elender Hund! Kanaille, du! Schwein von einem Heraklio! Wo hast du dich verkrochen? Komm vor, ich fülle dich mit Blei! Lobo! Komm raus da! Du hast lange warten müssen, du liebes Schatzkästchen, aber diesmal... Diesmal klappt's. Ja. Oh. Hier wird auf alles, was zwei Beine hat, geschossen. Thank you.
warte. Hey, Lobo! Sohn einer Hündin, wo bist du? Ich möchte nur, dass du mir etwas erklärst. Warum willst du Schuft mich umbringen? Was hast du gesagt? Warum du mich umbringen willst? Ich verstehe dich nicht. Es ist immer dasselbe. Mit dir kann man nicht reden. Du lässt zu deinem Begräbnis läuten, was? Du hast wohl schon auf mich gewartet. Was quatschst du da? Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du von mir willst. Zur Hölle mit dir, du Bastard! Ich verstehe kein Wort. Was hast du gesagt? Zur Hölle mit dir, Bastard! Wie dumm wir doch waren, Lobo. Guten Tag, liebe Freunde. Würden Sie liebenswürdigerweise absteigen und ein wenig näher kommen? Schauen Sie, ich bin im Moment sowas wie eine Amtsperson für Sie. Offiziell, aber Ihnen durchaus freundlich gesinnt. Das sieht mir sehr freundlich aus. Mir kommt das eher wie ein perfekter Raub vor. Reden Sie keinen Unsinn, guter Mann. Wie könnte ich Ihnen etwas rauben, was Sie vorher Leuten geraubt haben, die es ebenfalls geraubt hat? In drei Teufelsnamen, was wollen Sie von uns? Mademoiselle? Erstmal bringe ich Ihnen was. Sie bekommen von mir eine Prämie. 2000 Pesos, nachdem Sie das geraubte Gold herbeigeschafft haben, das der Firma Colt gehört, der bekannten Waffenfabrik. Darf ich mich Ihnen bekannt machen, meine Herren? Major Samuel Barrett von der amerikanischen Spezialtruppe. Wir haben einem Geheimagenten geholfen. Darum hat er uns immer beschützt. Ja, Pflicht ist Pflicht. Eine Frage nur, wäre es nicht möglich, Sie würden sagen, das Gold wäre spurlos verschwunden? Es bliebe immer noch ein hübsches Sümmchen für jeden von uns, ja. Auch wenn es durch vier geteilt würde. Ich hoffe, würde. Ich habe Sie missverstanden oder wollten Sie eine Amtsperson korrumpieren? Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Dann wollen wir uns an die Arbeit machen. Würden Sie das Gold in diesen Koffer tun, bitte? Sofort, mit Vergnügen, Herr Major. Das ist meins. 4, 8, 12. Besten Dank. Tja, das wär's, meine Herren. Und hier die versprochene Prämie von der Waffenfabrik Colt. Mademoiselle, ich würde Ihnen anbieten, in meinem Wagen mitzufahren, aber wie ich sehe, sind Sie bereits in bester Gesellschaft. Meine Verehrung, meine Herren. Vielen Dank und alles Gute. Wir müssen noch die Prämie teilen. Halt! Halt! Sieh mal an, wenn das keine Überraschung ist. Wollten Sie nicht zurück in die Vereinigten Staaten? Ja, sicher. Ich bin auf dem Weg dahin. Und wer ist die Frau? Meine Braut. Die Banditen hatten sie entführt und wir haben sie befreit. Sie sind nicht zufällig diesem Mann begegnet. Hier fährt ein Automobil.
Ja. Gewiss. Major Samuel Barrett von der amerikanischen Spezialtruppe. Erstaunen Sie, von wegen, Major Barrett. Dieser Mann ist Elias McPherson, ein berüchtigter Abenteurer und Hochstapler. Wo haben Sie ihn gesehen? Hast du ihn etwa gesehen? Nein, ich hab's ihm nur erzählt. Vorhin, als ihr da oben geschlafen habt, fuhr er in dieser Richtung vorbei. Wann war das? Tja, wann? Heute? Ah, vielen Dank. Vorwärts, Leute! Schön übers Ohr gehauen hat er uns. Ich bin dafür, dass wir versuchen, ihn abzufangen. Nachdem wir wissen, wer er in Wirklichkeit ist, muss er die Beute mit uns teilen. Richtig, dafür bin ich auch. Okay, vielleicht erwischen wir ihn noch. Dort lang sind wir schneller da. Los! Also los! Hey! Hey! Tag. Was ist? Bin ich zu schnell gefahren? Werden Sie nicht noch frech, McPherson? Geben Sie her! Wir sind zu spät gekommen. Ich werf die Flinte noch nicht ins Korn. Schade, mir war er eigentlich nicht unsympathisch. Wo mögen Sie ihn hinschaffen? Irgendwohin, wo eine Garnison ist. Man müsste ihn befreien. Was meint ihr? Du bist verrückt. Es sind zu viele. Wir können sie ja weiter beobachten. Füll mal die Feldflaschen auf. Holla! Ist es schwer zu fahren? Nein, für intelligente Leute nicht. Na, wie geht's, lieber Freund? Ist bestimmt ein harter Beruf, Soldat zu sein. Ah, eine ewige Schufterei. Kein Vergnügen, so wie Ferien oder so, ne? Warum helft ihr ihm nicht beim Wasserschöpfen? Ja, du hast recht. Machen ja, wir. Gern. Hauptmann! Die Piones haben einen Aufstand gemacht. Die Kaserne steht in Flammen. Die Truppen von Zapata sind im Anmarsch. Drei Orte sind schon in den Händen der Rebellen. Und du, wo willst du hin? Zur Garnison in Yautepec, um Befehle weiterzuleiten. Ich glaube, wir sind schon erledigt, Hauptmann. Lieber Hauptmann, Ihr großer Moment ist da. Es lebe Zapata! Es lebe Zapata? Ja, es lebe Zapata. Sie meinen also, es... Es lebe Zapata! Männer! Ihr wollt doch sicher, dass eure Enkel noch auf euch stolz sein können. Dann vereinigt euch mit den Revolutionären und ruft, es lebe Zapata! Habt ihr mich nicht verstanden? Ihr liebt doch eure Heimat Mexiko. Dann vereinigt euch mit den Revolutionären und ruft, es lebe Zapata! Es lebe Zapata! Es lebe Zapata! Fahren wir, Freund. Was zum Teufel geht hier vor? Nichts Besonderes. Wir brauchen nur eure Pferde. Es tut mir leid, aber die Revolution fordert ihre Opfer. Kommt, steig ab. Ich weiß, das ist Diebstahl. Aber was sollen wir machen? Finger weg, glaubst du, ich habe eine Kompanie Soldaten unterm Rock? Lass sie. Wie schon gesagt, es tut mir leid. Nichts für ungut. Man hilft ja gern. Los, weiter. Eine schöne Bescherung. Es war alles so gut eingefädelt. Und jetzt fahren die beiden in die Wüste raus mit unserem Gold. Es wäre ein Kinderspiel gewesen.
Jetzt werden die beiden es sich teilen. Der Teufel soll sie holen. Wir versuchen es trotzdem. Vielleicht lassen die beiden mit sich reden. Hören Sie zu, Hauptmann. Ich habe eine Idee. Wir beide teilen uns das Gold und machen halbe halbe. Wenn es Ihnen recht ist, nehme ich Sie mit in die Vereinigten Staaten. Hm? Irgendwie schmuggle ich Sie schon über die Grenze. Was halten Sie davon? Halt an! Los, zieh dich aus. Mich ausziehen? Ich fürchte, was das betrifft, machen Sie sich falsche Vorstellungen. Ich weiß, was ich will. Deine Idee ist nämlich nicht schlecht, aber dich brauche ich dazu nicht. Deine Sachen und das Gold genügen mir. Zieh dich aus! Meine Großmutter hat immer gesagt, man soll Freunden keine guten Ratschläge geben. Beim nächsten Mal werde ich mich daran halten. Irrtum, lieber Freund. Für dich wird es kein nächstes Mal mehr geben. Nein. Nein, nein, einen Moment. Augenblick noch. Sie haben etwas Wichtiges vergessen. Sie können nicht Auto fahren. Wie wollen Sie überhaupt... Hey, du da unten! Major Barrett, McPherson oder wie du sonst noch heißen magst. Mach Schluss mit dem vornehmen Getue und gib uns unser Gold wieder zurück. Ich fürchte, dass ihr euch runterbemühen und es euch holen müsst. Aber selbstverständlich schieße ich. Jetzt reißt mir die Geduld. Die Pistole her. Mit dem Kerl mache ich kurzen Prozess. Er hat es auf meinen Hut abgesehen. Wir haben bloß noch zwei Schuss. Lass mich das machen. Hör zu, du Bandit! Du lässt uns das Gold, dafür gebe ich dir mein Ehrenwort, dass wir dich ziehen lassen. Das Automobil wollen wir auch. Das Automobil wollen wir auch! Du bekommst auch noch die 2000 Pesos Prämie zurück. Halt, die Prämie nicht. Hm, doch. Ach, meinetwegen. Verdammter Mist. Bloß noch zwei Schuss. Was machen wir? Wollen wir hier übernachten? Wir müssen ihn rumkriegen. Versprecht ihm einen Teil der Beute. Vielleicht ein Viertel. Nein. Oh, ich finde ja. Immerhin hat uns ein paar Mal das Leben gerettet. Ja, damit er kassieren konnte. Hey, McPherson! Für jeden ein Viertel, einverstanden? Sieh mal an, wie großzügig man wird. Bis jetzt habe ich immer noch das Gold, vergesst das nicht. Also mache ich die Vorschläge. Wisst ihr, was wir machen, Freunde? Ich gebe euch nochmal 2000. Damit ist die Sache ein für alle Mal erledigt. Was meint ihr dazu? Mistkerl. So ein Schwein. Bist du verrückt? Du Idiot, ballerst einfach drauf los. Wir müssen ihn übertölpeln und ich weiß auch schon wie. Du guckst jetzt um die Felskuppe rum, dann wird er vorkommen, um auf dich zu schießen und peng, mach ich ihn fertig. Gute Idee, hä? Was ist, hast du vielleicht Angst? Nein, aber wir machen es lieber umgekehrt. Gib die Pistole mir. Meinetwegen ist gut. Schieß aber nicht zu früh. Und vor allem nicht zu spät. McPherson! Ja? Warum hat er nicht geschossen? Bestimmt, weil er nicht mehr kann. Das wäre zu schön. Glaubst du nicht? Pass auf. Verdammt, du hattest recht. Was jetzt? Keinen einzigen Schuss mehr. Was jetzt? Keinen einzigen Schuss mehr. Wir müssen was unternehmen, sonst wartet ihr, bis es dunkel ist und mockst uns ab. Die Pistole ist leer. Ja. Wir überlegen mal in Ruhe. Uns fällt schon was ein. Gringo, hör zu. Mein Bruder war auch schon mal in so einer brenzlichen Lage wie wir jetzt. Er hat damals meine Schwester als Kugelfang benutzt und sich so gerettet. Ich verstehe nicht. Na diese. Bist du verrückt? Mit einer richtigen Dame macht man das nicht. Nein, ihr hilflos bluffen. Thank you.
Bleib stehen, Gringo, oder du bist hin. Gerüste. Zum letzten Mal, Gringo. Bleib stehen. Komm vor, du Feigling. Verkriech dich nicht hinter deinem Wagen. Na, ich wein doch auch nicht. Ich ergebe mich! Luca, Elaine, kommt runter, wir wollen teilen! Wir kommen, teurer Freund, wir kommen! Ich hab vielleicht geschwitzt. Tu mir einen Gefallen, bevor wir anfangen. Entferne doch bitte die Leiche aus meinem Wagen. Ich bin so hilflos mit Leichen. Eins, zwei und weg mit ihm. Mach was, jetzt wird durch vier geteilt. Nicht egal, mein Freund, nur durch drei. Das Pärchen zählt wie eine Person. Sag mal, du spinnst wohl. Elaine bekommt ein Viertel. Schließlich hat sie auch mitgeholfen. Frag doch mal ihn, was er dazu meint. Du meinst doch auch, dass wir durch vier teilen müssen. Oder durch drei. Durch vier, selbstverständlich. Hm. Bitte, da hast also, fangen wir an. Einen für sie, einen für dich, einen für mich und einen für dich. Zwei für sie, zwei für dich, zwei für dich, ja, für mich und zwei für mich. Tja, meine Herren, es war mir ein Vergnügen. Hey, willst du uns hier vielleicht sitzen lassen? Mitten in der Wüste? Ohne Pferde und Waffen? Wenigstens bis zum nächsten Dorf musst du uns mitnehmen. Ja. In Ordnung, steigt ein. Ah, danke, danke. Also, ja, komm. So. Ja. Na? Der Anlasser ist kaputt. Tut mir leid, ihr müsst schieben. Bis zum nächsten Dorf? Nein, nein, nur ein paar Meter, bis der Motor anspringt. Also gut. Naja. Von mir aus los. Ich bin soweit. Gut. Halt jetzt! Halt! Halt! Wir müssen mit ihm eine Kanäle! Schmeiß mir das Fahrzeug raus, wenn du schon nicht anhalten kannst! Elaine, wohin willst du? Steig aus! Nein, ich fahre mit ihm! Warum? Was habe ich dir getan? Gar nichts, aber eine Frau muss doch mit ihrem Mann fahren. Hey! Gringo! Na, na, Haltung, mein Freund, Haltung! Irgendwann haben wir beide auch Glück. Wir müssen bloß noch ein bisschen warten. Da fällt mir ein, unten in Honduras, da weiß ich eine Platinmine. Scher dir das Freude!